Abend und willkommen zu Tucker Carlson Tonight. Die ganze Betrügerei von Tony Fauci ist jetzt offensichtlich und weiterhin anerkannt, aber es war nicht immer sichtbar. Im März letzten Jahres interviewten wir Fauci in dieser Show. Wir begegneten ihm mit Respekt. Wir nahmen seine Antworten ernst. Wir sind Amerikaner, also dachten wir, den für den Schutz der USA vor Covid Verantwortliche musste national und beachtlich sein. Wir dachten auch, er müsse ehrlich sein, aber irrten uns. Es wurde schnell klar, Tony Fauci war nur ein weiterer schmieriger Bundesbürokrat, sehr politisch und oft unehrlich. Schockierender war, dass wir dann lernten, Fauci selbst war in genau der Pandemie verwickelt, die zu bekämpfen sollte. Fauci unterstützte die grotesken und gefährlichen Experimente, die anscheinend Covid möglich machten. Wir kamen zu den Schlussfolgerungen schrittweise durch Beweise, die sich im Laufe des Jahres ansammelten. Heute Abend haben wir die Hauptader. Dank einer Informationsfreiheitsanfrage von BuzzFeed haben wir tausende von E-Mails an und von Anthony Fauci. Sie gehen zurück bis in den frühen Winter 2020. Zusammen zeigen sie, dass Tony Fauci von Anfang an besorgt war, dass die Öffentlichkeit denken könnte, Covid sei am Wuhan-Institut der Virologie entstanden. Nun, warum sollte Tony Fauci besorgt sein, dass Amerikaner das denken? Vielleicht, weil Tony Fauci genau wusste, dass er Funktionsgewinnexperimente in genau diesem Labor finanziert hatte. Die E-Mails beweisen, dass Fauci log, unter Eid. Betrachten Sie diesen Schrittwechsel, der am Abend des 31. Januar 2020 begann. Es war ein Freitag, kurz vor Mitternacht. Die erste E-Mail kam von einem Immunologen namens Christian Anderson, der am Scripps Research Institute in Loyola, Kalifornien arbeitet. Anderson warnte Fauci, dass Covid in einem Labor manipuliert worden sein kann. Zitat: Die besonderen Merkmale des Virus machen einen wirklichen kleinen Teil des Genoms aus, weniger als 0,1%. So sollte sich jemand all die Sequenzen wirklich genau ansehen, weil einige Merkmale konstruiert aussehen. Folgenden Tag, am 1. Februar, schrieb Tony Fauci zurück. Danke, Christian. Sprechen bald telefonisch. Fauci sendete dann eine dringende E-Mail an seine Vertretung. Ein Mann namens Huck Haugenklaus. Der Betreff in Großbuchstaben war wichtig. Zitat: Q. Es ist wichtig, dass wir diesen Vormittag sprechen. Lassen Sie Ihr Handy an. Lesen Sie das Papier und die E-Mail, die ich weiterleite. Sie bekommen heute Aufgaben, die erledigt werden müssen. Anhang dieser E-Mail war eine Datei mit dem Namen Zitat: Barrick, Shi et al. Naturmedizin SARS-Funktionsgewinn.pdf. Das Barrick im Anhang verweist auf Ralph Bark, Virologe, USA-ansässig, der mit dem Wuhan-Institut für Virologie arbeitete. Barrick arbeitete mit Frau Dr. Shi Shan Li, bekannt als die Fledermausdame, weil sie Coronaviren manipuliert. Sie war das Shi im Anhang. Jetzt merken, während der Befragung von Senator Rand Paul von Kentucky, zuletzt bestritt Tony Fauci, dass dieser Ralph Bark Funktionsforschung betrieb. Das ist der Ralph Bark in Faucis Anlage, namens Barrick Shi et al. Naturmedizin SARS-Funktionsgewinn.pdf. Und nun, unter Eid vor dem US-Kongress, leugnete Fauci das. Dr. Barrick führt keine Gain-of-Function-Forschung durch und wenn, dann ist es nach den Richtlinien und wird in North Carolina durchgeführt. Mit Blick auf den Zuschuss und die Fortschrittsberichte ist es nicht Gain-of-Function, trotz der Tatsache, dass Leute das tweeten. Oh, es war nicht nur auf Twitter. Es war in Faucis eigenen E-Mails. Zurückblickend gleicht das sehr mein Eid. Wir wissen es seit Anfang letzten Jahres. Viele Menschen in NIH waren besorgt, dass Covid nicht natürlich entstand. Sie waren beunruhigt. Es sei stattdessen in einem Labor in China verändert worden und jetzt scheinen sie die Fakten vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Nochmal, warum? Letztes Jahr, 1. Februar nachmittags, hatte Fauci eine Telefonkonferenz mit mehreren Top-Neurologen. Die meisten Details wurden von der Öffentlichkeit verborgen. Sie wurden entfernt. Wir wissen, dass die Telefonkonferenz sich auf das Dokument Coronavirus-Sequenzvergleich bezog. Jeremy Farrar, britischer Arzt, der ein großes Forschungs-Non-Profit leitet, erinnerte alle Teilnehmer des Anrufs daran, alles gesagt sei streng geheim. Zitat: Informationen und Diskussionen sind absolut vertraulich und dürfen erst nach Einigung über die nächsten Schritte geteilt werden.
werden. Zitat Ende. Aus anderen von Jamie Farrar weitergegebenen E-Mails zum Artikel von der Webseite Zero Hedge. Dieser Artikel legt nahe, das Coronavirus könnte als Biowaffe kreiert worden sein. Jetzt kennen wir diese plausiblere Erklärung, als die von uns zuerst geglaubte von den Medien erzählte, dass Corona von einem Schuppentier abstammt. Und jetzt für das Verbrechen, das laut zu sagen, eine plausiblere Erklärung ist, Zero Hedge von sozialen Media-Plattformen verbannt. Bis neulich dürften sie nicht annehmen, dass Covid menschengemacht sein kann. Warum durften sie das nicht annehmen? Faktenchecker erlauben es nicht. Warum nicht? Weil Tony Fauci den Tech-Monopolen zusicherte, dass Coronavirus nicht menschengemacht sein kann. Und so schlossen die Tech-Monopole das Thema. Hier, Fauci lügt. Eine Gruppe hochqualifizierter Evolutionsvirologen sahen sich die Sequenzen an und die Sequenzen in Fledermäusen, wie sie sich entwickelten. Und die Mutationen, die es brauchte, bis zu dem Punkt zu kommen, wo es jetzt ist, ist völlig gleich mit einem Sprung einer Art vom Tier zum Menschen. Das war am 17. April 2020, sehr früh im Pandemieverlauf, als Tony Fauci frisch behauptete, man wisse es genau, konnte er das nicht abschließend wissen. Es war eine Lüge. Tony Fauci behauptete es zu wissen, weil Spitzenforscher geschlossen entschieden, es sprang auf natürliche Weise von einem Tier auf einen Menschen. Aber nochmal, zu der Zeit konnte er das nicht wissen. Das war unehrlich. 2 Tage nachdem er das sagte, schrieb ihm einer, den Tony Fauci finanzierte, für gefährliche Coronavirus-Experimente in Wuhan, um ihm für die Hilfe zu danken. Dieser Mann, Peter Daszak, klagte bei Fauci. Die Steuerdollar, die er für die Experimente verwendete, sind, Zitat, öffentliches Ziel von Fox News Reportern. Daszak blieb dankbar für Tony Faucis Unterstützung. Zitat, ich wollte nur einen persönlichen Dank im Namen unseres Personals und Mitarbeiter aussprechen. Zitat Ende. Nun, seltsam, die meisten solcher E-Mails von Daszak zu Fauci wurden zensiert. Zensiert bei FOIA Abschnitt B7a. Diese spezifische Ausnahme des FOIA-Gesetzes gilt für Aufnahmen oder Informationen, gesammelt für Strafverfolgungszwecke, aber nur in dem Maße, in dem vernünftigerweise erwartet wird, dass die Erstellung dieser Dokumente eine Strafverfolgung behindern. Sind Peter Daszak und Tony Fauci unter Strafverfolgung? Das können wir nur hoffen. Sie verdienen es, sicherlich. Wir können noch nicht sicher sein. Wir wissen, Fauci log, nicht nur über die Ursprünge von Covid. Vorübergehend, er wüsste Dinge, die er nicht wissen konnte. Er log auch in Schlüsselmomenten zu Impfstoffen. Im März letzten Jahres schrieb der ehemalige Obama-Beamte Zeke Emanuel an Fauci mit einer sehr einfachen Frage. Eine, die wir schon unendlich oft stellten. Sind Menschen, die von Covid genesen sind, generell immun gegen eine Neuansteckung mit Covid? Das betrifft 100 Millionen Amerikaner, also keine unwichtige Frage. Faucis Antwort, Zitat, kein Nachweis, aber man wird annehmen, es gebe eine Basisimmunität nach der Infektion. Nun ja, würde man annehmen, haben wir immer. Und wirklich, Studien zeigen, jetzt, es ist wahr, Menschen, die Covid hatten und sich erholten, bekommen fast nie nochmal Covid, also auch keinen Impfbedarf mehr. Doch bis heute hat Tony Fauci das nie öffentlich zugegeben.